Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir spielen hier gemeinsam Fallout 3. Sind soeben, na soeben nicht, eine Mission haben wir ja schon gemacht, sind im Moment in Alaska, Operation Anchorage und haben uns gerade um ein paar chinesische Artilleriegeschütze gekümmert. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video und auf ins Abenteuer. Beeindruckende Arbeit mit diesen Beeindruckend, Geschützen. beeindruckend, ja. Wirklich sehr beeindruckend. Während ihr dort oben, die Chinesen beschlossen, unser Hauptquartier für Zielübungen zu benutzen und hätten uns fast in Stücke geschossen. Wir haben ein paar gute Männer verloren, darunter auch Colonel Patterson, den Kommandeur meines Einsatzteams. Also wir fassen zusammen. Die Amis bauen feste Verteidigungsgeschütze nach Anchorage. Bauen dann ihr Hauptquartier in den Schussbereich der Geschütze und lassen sich dann die Geschütze von den Chinesen klauen. Läuft. Ich hätte Geil. Sie nicht holen lassen, um mit Ihnen zu plaudern und gemütlich ab. Ja, so. Schön. Hören Sie gut zu, Soldat. Ich werde das nur ein einziges Mal durchgehen. Hier unten haben wir unser neues Hauptquartier eingerichtet. Seitdem die Artillerie weg ist, ist die Gegend hier ziemlich sicher. Das erste der drei Ziele, um die wir uns kümmern müssen, ist das Chimärendepot dort drüben. Halten Sie äußerst vorsichtig vor, denn Sie müssen auf dem Weg das feindliche Lager durchqueren. Sobald Sie in das Depot eingedrungen sind, müssen Sie beide Hauptbenzintanks zerstören. Ihr zweites Ziel liegt auf der anderen Seite. Die Chinesen haben am Kellyway Ridge einen Lauschposten eingerichtet. Auf dem Weg dorthin gibt es einige verlassene Minen. Halten Sie also Augen und Ohren offen, denn die bieten sich förmlich an für einen Hinterhalt. Sie müssen das gesamte Personal dieser Anlage eliminieren, damit unser Nachrichtendienst hinein kann, um mit der Entschlüsselung zu beginnen. Die ersten beiden Ziele ausgeschaltet sind, bleibt nur noch dieses verdammte Impulsfeld. Sie müssen durch und eine Überlastung des Felds herbeiführen, damit unsere T-51B dort aufräumen können. Und noch was. Falls Ihnen Ihr Leben lieb ist, dann nähern Sie sich dem Feld erst, nachdem Sie Ziel 1 und 2 ausgeschaltet haben. Ihr Mann für Operation Anchorage ist Lieutenant Morgan. Alles Weitere bekommen Sie also von ihm. Amerika hat viel Geld investiert, um Sie zu einer Mordmaschine zu machen. Die Zeit ist gekommen, sich dafür zu revanchieren. Abtreten! Ja. Wenn die Kamera wieder einsteht, hier lacht noch irgendwo ein Holoband, ne? Ja. Ah, fordern Sie über ein Terminal-Einsatzteam an, okay. Ja, komm. Hab ich doch. Sie sind also der Anführer. Das hat keiner von uns getan. Auf. Bleiben Sie einfach bei Sergeant Mon. Falls Sie irgendwas. Was kann ich sonst noch für Sie tun, bevor. Oh, was soll ich denn jetzt noch anfordern? Habe ich doch schon.
Ach da, okay. Okay. Fragen? Gut, da. Auf keinen Fall. Je größer. Herrlich. Ich sag, ich will da alleine reingehen. Ha, du bist ja so witzig. Wild, das kannst du doch gar nicht. Ja, kann ich nicht 1000 Mann mitnehmen? Nee, das geht nicht. Das finden dich die Chinesen. Ja, dann kann ich doch besser alleine reingehen. Dann finden mich die Chinesen nicht. Amerikanische Logik, wa? Sir. Die US Army nutzt G3s, okay? Warum habe ich keine Waffen? Ich habe keine Waffen. Das sieht gut aus. Quartiermeister aufsuchen. Okay, wo ist der Quartiermeister? Muss ich mir jetzt ernsthaft hier erst eine Knarre nachsuchen? Wie sieht's nach? Glückwunsch. Na, tot sind sie noch nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Halten Sie still. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir fassen erneut zusammen. Wir sind in Alaska. Es sieht schweinekalt aus hier. Und sie steht hier im Tanktop, weil das ein weißes Tanktop ist, damit man sieht, dass sie blutet. Ach, Leutchens. Egal, ist das der Quartiermeister? Was ja. Machen Sie, Soldat? Es tut mir leid, aber alle. Vergessen Sie nicht, diese Auto. Bedienen Sie sie. Ach, jetzt bin ich doch eine schwere Einheit? Okay. Ja, von mir aus. So, und jetzt raus hier. Into the Motherland oder so. Fast drei Raketen. Nicht jetzt nicht ernsthaft, oder? Och nee. Oh, ich hasse sowas. Zwischen irgendwelchen blöden Artilleriegranaten hin und her rennen. Call of Fallout, oder wie war das noch? Wo gab's mehr Munition? Was hat er gesagt? Hier bei ihm hier? Oh, ich hasse sowas, ne, was soll's. Was brauchen Sie, Soldat? Es alle. Sechs lächerliche Raketen, das ist doch wohl ein Witz.
Okay, ich fange mit dem rechten Ziel an. Was zum Teufel war das denn schon wieder? Ein Raketenchinese von hinten. Habe ich mich jetzt gerade selber... Oh, Leute. Oh, nicht ernsthaft. Oh, Mann, ey. Außer, ich wollte nicht das scheiß Raketenwerfer-Set haben. Wollte ich nicht. Ich wollte das Heckenschützen-Set haben. So. Was brauchen Sie, Soldat? Sind Sie wieder hier, um Ihre Ausrüstung? Na klar, Sie können Ihre... Sie können Ihre Ausrüstung... Was soll denn sowas? Ich will das scheiß Heckenschützenpark. Artilleriegeschützen spielen fertig. So. Was brauchen Sie, Soldat? Geben Sie. Sind Sie wieder hier, um Ihr... So, jetzt aber. Dann gehen wir jetzt links rum. Aber 24 Schuss für die Power, für die Shotgun ist jetzt nicht unbedingt so berauschend.
Irgendwie gefällt mir dieses Addon nicht. Vor allem, wenn es buggy ist. Ich habe jetzt schon wieder dreimal ein anderes Set gekriegt, als ich haben wollte. So. So. Ich wollte eigentlich das Heckenschützenpack haben mit der 10mm Sniper. Was brauchen Sie, Soldat? Ja. Toll. Finde ich jetzt doof irgendwie, dass ich jetzt. Wieso kann ich meine verdammte wieso kann ich meine Heckenschützenausrüstung nicht nehmen? Ja, Kollege, und 4 war eigentlich auch genau. So, die Power Fist, so. Ja, ey Leute. Ich will das scheiß Scharfschützengewehr haben. Damit hätte ich die gekriegt. Warum kriege ich kein Scharfschützengewehr? Was soll das? Ich habe jetzt schon dreimal versucht, dieses blöde Sniper-Set zu kriegen. Und da gibt's mir nicht. Was soll der Scheiß? So, Ausrüstungspaket ändern. Ich will ein scheiß Heckenschützenpack haben. Nehme ich eben das. Nee. Ja, so, dann gib mir das Sturmgruppen-Set. Ja, sei still. Dann gib mir das für das Sturmgruppen-Set. Was brauchen Sie, Soldat? Gib. Es, also. Naja. Nee, verstehe ich jetzt irgendwie nicht, was der Scheiß soll. Nun, wie es aus... Da vor ihm... Wir alle wollen das... Ja, ja. Ich laufe da jetzt hinterher, die soll das alles zu Klump schießen. Ich habe alles schon angeklickt. Ich habe alles angeklickt. Ich habe den ersten angeklickt, ich habe den zweiten angeklickt, ich habe den dritten angeklickt. Ich komme nicht auf das Sniper-Set. Geht nicht. Sniper steht gar nicht zur Auswahl. Oder stand gar nicht zur Auswahl. Also, irgendwie, keine Ahnung. Und ich kann es ja auch nicht ändern. Er sagt ja, wenn du es ändern willst, hol dir einen neuen Dings da. Ja, wollte ich mir einen neuen Zettel holen? Nee, geht nicht. Ich nehme jetzt die Pistole, ich gehe jetzt in den Nahkampf, geht auch.
So. Das so Beschreibungsstand hatte ich jetzt ja nur versucht, weil ich gehofft habe, dass es dann vielleicht geht. Aber es ging ja nicht mal das. So. Der Nachteil ist halt, man muss es jetzt halt auch durchspielen dann, weil du kannst nicht, du kannst nicht während der Simulation wechseln. Das geht, glaube ich, nicht. Was tut er denn hier? Beten? Diese verdammten Kommunisten haben die heruntergezogenen Unterhosen erwischt. Verraten Sie niemanden, wenn Sie mich gefunden. Ja, also die verdammten Kommunisten sind wohl besser, wa? Als die, sind wohl besser als die Amis, weil das letzte Mal, als ich die Amis mit Gefangenen gesehen habe hier in diesem Spiel, da haben sie gleich hingerichtet. Kriegsverbrecher. Ist er jetzt tot? Er war nicht tot. So, einfach mal speichern. Also, wir kriegen auch ein paar Level zusammen, dass ich hier wieder zurückgehen ins Wasteland. Yes. Hallo. Der Lauschposten liegt vor uns. Ja. Angriff. Tot machen. So, die hat gesessen. Die gute alte Powerfist. Klatsch. So.
Tja. Ich weiß nicht, was der wollte, aber... der wurde gefistet. Ich mag die Powerfist, ja, ne? Verdammt! Ja, irgend so ein Kackvogel von hinten kam. Wo kam der denn her? Wo kann der denn hergekommen sein? Da war doch nichts. Muss ich den übersehen haben, wa? Da drüben, da drüben. Den übernehme ich. So. So, jetzt habe ich ihn. So viel zum Thema von hinten anschleichen. Eins. Zwei. Schön, 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 schön. Wo geht's hier weiter? Da geht's weiter. Einer. Und den Techniker nehmen wir auch noch gleich mit. So. Tür nach Anchorage. Jetzt sind wir hier oben, okay? Hier noch einer drin. Kein Chinese drin. Dies dürfte der letzte. Ich werde. B, zurück zu den Minen. So, das wäre überstanden. Mal sehen, wo es als nächstes hingeht. Ganz ist Anchorage ja noch nicht befreit. Lass uns überraschen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu. Ich streame ja auch noch andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut wieder rein und bis zum nächsten Mal.